Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Der Tanz kam jetzt sehr perfekt, danke Magilo. So, erstmal mein Schiffchen wiederholen. Ha, ich hab wohl gemacht, direkt da drauf zu greifen, ne? In der letzten Folge sind wir, glaube ich, in der letzten Folge haben wir gegen Dings gekämpft, gegen Shigur, ja, ne? Ich glaube schon, so, wir müssen mal hier ein paar Sachen erledigen. Ich will mal hier alles haben, hallo? Ja, tun wir jetzt mal weiter hier machen. Okay, ich habe wieder ein bisschen gegrindet und ja, wir haben 5 Minuten mitgemacht. So, versuchen wir mal ein bisschen schnell Durchlauf zu machen. Ah, jetzt habe ich auf Level 24 gelernt. Mit Lafisset, leeren Moast, wo ist es? Da. Oh. Und mit Magilo habe ich gelernt, dreifach beben. Da 3 Möchte kriegen aus dem Boden, ja, und so jetzt wieder hat lange dort. Hier haben nur Magilo und Eleanor welche bekommen, und zwar nee, stimmt gar nicht, aber dazu gleich mehr. Und zwar einmal Waffenmeister, Verschwenderin und umwerfendes Weib. Waffenmeister, umwerfendes Weib, ja, besiegte Gegner. Da habe ich ein bisschen näher diese Ballons kaputt gehauen. Hatte ich eigentlich nicht geplant, aber habe ich trotzdem bekommen, also sehr gut. Ja, gemeisterte Ausrüstung, 20 Stück. Und noch Verschwenderin, ausgegebene Galt. Ah, okay. Gut. Eleanor hat Schwertelite. Was ist das? Seelenbrecher, 200 Band, glaube ich, ne? Schwachstellenjäger. Ja, Schwachpunkt-Kombos, 50 Stück. Und umwerfende Schönheit, 450 Gegner, ne? Ja, gut. Soll ich sie weiter steuern oder wieder Magilo? Ich weiß nicht. So, dann habe ich mit jedem Charakter diese super Dinger hier freigeschaltet. Und zwar die Titel, die man bekommt, wenn man Kämpferwechsel ausführt. Und da habe ich bei jedem auf 50 hier hochgelevelt, mehr oder weniger. Also 50 Auswechslungen, damit ich den aufs Maximum, nicht aufs Maximum, auf den nächsten Rang bekomme. So, super Bandit, super Ronin, super Heldin und super Oma, warum auch immer, werden wir vielleicht später irgendwie herausfinden, nehme ich an. So, Ausrüstung habe ich gemeistert mit jedem eigentlich, was mit Velvet habe ich die Fluoridmontur und einen Panzerhäcksler bekommen, deswegen habe ich jetzt hier eine neue Waffe. Ah, Fähigkeit gegen Krustenwesen, die habe ich, glaube ich, gekauft. Ich habe ein paar neue Sachen gekauft, meistens so Fluorid Sachen noch. Was ist das hier? Fluoridmontur, irgendwie geflügelte Gegner, okay, brennender Ansturm, Fluoridweste, Bayroku, Fokusmod 8, ja, sehr gut. Hat sie gemeistert, aber trägt sie noch? Ja, so, weil ich nichts mehr mit ihm habe, genau. Ha. Lafisset, wo bist du? Ich sollte hier so ordnen, wie ich dir in den Dingen, ob der wird einfacher machen. Bei ihm haben wir den Bambusstapel, das ist Erdangriffskraft, ja, zum Glück hat er so viele Erdangriffe. Und Dornenweste, das ist Verteidigung, ja. So, Eisen hat 3 Sachen gelernt, und zwar Starkarm, Fluoridweste und Kreuzblocker. Ach hier, okay. Erdangriffskraft, sehr gut. Starkarm, Angriffskraft, sehr gut. Und Fluoridweste. Ich gucke mir gar nicht an, wie ich das gemeistert habe. Hauptsache, ich habe das erstmal abgehakt. So, Magilo hat den Windring, den verwitterten Wächter und Fluoridstiefel. Okay, Windwächter war verwitterter Wächter, ne? Hier, Krustenwesen. Und Fluoridstiefel, da. Und Windring, ja, Windabwehrkraft, das wissen wir, ne? So, und sie hat Bernstein Speer und Befehlsschuhe gemeistert, genau. Gepanzerte Gegner und Befehlsschuhe. Was geben die? Fokus, ausgezeichnet. Gut, dann habe ich noch ein paar Drops bekommen, und zwar habe ich den Ruinen Kalzitschwer und Möbius Schleife von diesen Zombies, glaube ich, bekommen. Und ja, nachher, ja, ich habe den Waffenlevel, den Waffenhändler für Level 6 hochgelevelt und habe den Ventil des Zaubers bekommen, hat irgendwie dafür sorgt, dass da unten rechts diese gelbe Schrift hier irgendwie auftaucht. Das heißt dann irgendwie, weiß nicht, ich habe es noch nicht so gescheckt, aber sowas gibt es auch irgendwie für normale Angriffe, und jetzt gibt es das auch für Zauber anscheinend, also ja, keine Ahnung. So, dann habe ich natürlich hier ein paar Dinger gefarmt. Und zwar habe ich jetzt, glaube ich, so viele Sachen, dass ich erstmal alle Kostüme-Sachen hier kaufen kann.
Also kaufen wir einfach mal alles weg. Wir kaufen können Kampfmusik gewandt, Welbel. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehme mal an. Also ich weiß doch, was es ist. Es ist irgendwie, weiß ich nicht. Es ändert einfach nur die Kampfmusik, ne? Würde ich jetzt mal andeuten, ja. Hat man das an, ändert sich die Kampfmusik. Wäre dein Lieblingsstück? Ja, sehr gut. Dann kann man jedes Mal die Kampfmusik. Ich würde sogar das, glaube ich, ausrüsten, weil ich glaube, die erste hat mir ein bisschen besser gefallen. Die erste Kampfmusik. So, jetzt kommen wir endlich weiter. Habe ich mit dir eigentlich schon geredet? Nö. Ja, vielleicht hätte ich gegen den mal versuchen sollen. Verdoppelt die Effektrate für den Erstschlag im Kampf. Aber wir sind noch Level 24 oder so, deswegen bringt das jetzt noch nichts. So, kann ich meine Liste zumachen und dann können wir weitermachen. In der Story nehme ich an. Oder ist ja noch irgendwas, was wir machen müssen? Ich glaube nicht. Ne, was ist dieses eine Zeichen nochmal? Dieses gelbe. Oh, cool. Übrigens, auf den Steuerkreuz kann man irgendwie Sachen festlegen. Und ich habe jetzt auf rechts das hier, auf links habe ich das mal eingestellt, weil das könnte vielleicht ein bisschen helfen. Außerdem, genau, Waffenmeister. Ich habe jeden den Waffenmeistertitel, den man bekommt, nachdem man 20 Sachen hochlevelt, ausgerüstet, weil jedes von diesen Dingen hat plus 14% Lerngeschwindigkeit. Das sollte ich vielleicht mal während den Aufnahmen anmachen, damit wir ein bisschen mehr irgendwie onscreen hier leveln können. Okay. Wir müssen, ich weiß gar nicht mehr, was wir müssen irgendwie zu Magilos Bekannte oder so gehen, die irgendwie so ein Buch hier entziffern kann. Also passt der einfach Magilos spielen. Na, da sind sie Fluch, natürlich. Segeln zwischen Kontinenten. Die Konten sind durch Seerouten miteinander verbunden. Wenn du zu einem anderen Kontinent reisen musst, dann sprich mit Benwick am Hafen, um mit der Van Eltia dorthin zu fahren. Okay. Können wir jetzt, nein, wir können noch nicht zurück. Das sieht nämlich relativ neu aus. Dann gehen wir mal dahin. Ja, wir müssen mal ganz da oben wieder zurück. Jetzt kommen wahrscheinlich erstmal ein paar Cutscenes, ne? Mein Gott, sind wir eine Freakshow, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben kopflose Rüstung, Reptil. Ja. Benwick それが俺たちの流儀さ。なんて。船長や副長の受け売りだけどな。船長。アイフリードってどんな人?そうだな。一言で言うと、この海みたいなあご髭男かな。海みたいな。ja, みんな世の中から弾き出された奴ばかりだ。そんな俺たちを船の傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと?海って優しいだけか?傷がある時に飛び込んだらどうなる?しみるし痛い。だろ?それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。 浅いところ、深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう。厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。 なんでそうなるんだよ。俺か?俺の説明が悪いのか?ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか?海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ?俺はまだ大丈夫。ベルベットは大丈夫。 この船全員もらってますよね。おそらくな。しかし、レニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。あ、全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに、
Lass mich raten, Luffy Set wird davon irgendwann bedroht. Ich will mal wetten. Oder Velvet. Also nur die beiden, oder was? Muss gut sein, so einen Dämonenimpfschutz zu haben. Naja, aber weiß ja nichts. Okay. Ein ganz schöner Umweg. So, ich dachte so irgendwie auf eine Insel, die auf dem Weg ist oder so. Aber nein, wir sind schon die Hälfte wieder zurückgefahren. Weil gleich wieder zurück zum alten Hafen fahren können. Schwimmen. Fliegen. サレトウマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。あ、行くぞ。待ってください。感染しているものが町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。 Ich an diese eine Krankheit und irgendwie Orangen essen muss, wie sie normal. Wenn sie gut irgendwie einfügen, dann hätten Magilo und Eleanor zurückbleiben müssen. いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほど、まずいの。コーマも泣くっていうくらい。でも薬だから。死ぬよりいや。泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。Okay, die Weltkategorien. Wer wollte halt nochmal Eisen, oder? Nee, Luffy Set. うん。まだまだだね。それにしても海にもいろいろあるんだな。異界とはよく言ったもんだ。季節や風や場所によって海は全然違うの。その通り。お前も海に興味が出てきたようだな。サパランは取り消しか。そんなんじゃない。昔聞いた話を思い出しただけ。 Für einen Dämon ist er. Lokrome, Eleanor 以外は働けなどと言いよって、わしも通わけ人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。だから、ファシリスはファルジ。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。シグレ様に私が刃を向けた時。 Wehgetan, ist mir auch schon mal passiert in Elders Kurz. あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのに、シグレ様もロクロも普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道、剣士の心得のようなものですか。しかし、忠誠を誓い、親を敬い大切にし。 弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり、六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。
傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかのう。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、霊国無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それにさっきの黒金との一件でも棒に刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもない。Eigentlich ist er noch der gelassenste von allen. 案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。Wer hat keine Zeit für sowas? Ja, schon wieder direkt so ein Ballon-Typ. Gibt's doch nicht. Ah, Stachelschweinfleisch. Oh, das bringt Erinnerungen zurück. Und hier rein. Der Wagenwald liegt östlich von Rehn. Rehnsatz der Nocksümpfe. Die Bonak-Hochebene liegt im Norden. Mein Gott, was ist das für ein Name? Die Nock der Burgat. Oh. So. Konumai.鎖付きの死体が網にかかったんだ。おかえり。生命目や。囚人か。おっちゃんも昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った。腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくだ。潮の流れから考えると。Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob Shigure echt von Zoro synchronisiert wurde.Fällt mir gerade so ein. おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて、聖霊がそんな恐ろしいことをするんじゃないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い人が暴れてるんだろうな。トゥディバイネツメア。あの人、なかなか鋭いね。そういや、お前は近づくとやたら注意されたのに。Wir kommen jetzt sogar nicht, wo die Gespräche alle so lange dauern. 確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。まあしばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいる。あれ、これ、最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか。Jetzt aufpassen, Dämonen, Piraten, die könnten alle näher sein als wir denken. So, was ich mich frage, warum gibt es jetzt Shambalun 2? Was ist Shambalun 1? Das verwirrt mich immer noch. Dann haben wir ein Gasthaus, dass wir da reingehen. Joink. War. Ist kein Gasthaus, okay. Okay. Auch cool. What? Und ja, man hat bestimmt schon gemerkt, ich spreche nicht mehr mit allen Leuten. Die Ausrufezeichen, Leuten, die sind doch schon genug. Lass nebenbei zerstören. Haben wir schon, weiß nicht, genug Informationen heute in diesem Part bekommen. So. Hm. Na, da oben steht der Schatzruhen. Sollte ich vielleicht mal auf achten. Ein Moment mal. この入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、
Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Stadt von Tales of Systeria. もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせて、この橋を架け、沖の島に大型船用の外交を作ったんだ。そうか。だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。 やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな、自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっともそんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。 Okay. Also haben wir ein bisschen genug Gespräche. Wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht, schon 20 Minuten lang nur Gespräche gehabt. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber es ist ein bisschen doof, irgendwie alles in ein Paar zu packen. So, wo kommen wir jetzt hin? Ist hier eine Stadt? Ja. Noch mehr Gespräche. Da ist ein Waffenladen. Aber da ist auch das Questzeichen. Mann. ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの大軍が王宮を襲って大司祭が亡くなられたそうだよ。そんな王宮って一番警備が厳しいんでしょ？大司祭たちは何をしていたの？握手は順調に。Sobald irgendetwas schwer bewacht ist oder uneinnehmbar, wird sowieso irgendwann eingenommen oder。正体は人の2倍も3倍もある巨人みたいなゴーマらしいんだ。頭には角が生えてて。 目は3つで、その目で睨まれたものは操られてしまうんだってさ。そんな恐ろしいものに襲われたんじゃ、いくら大魔師様でも。逃げたとも、黒刀大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、本当のところはわからない。僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前のように恐ろしいお話。角に3つ目の巨人とは。 Wer hat die drei Augen? Ja, ich rieche drei Schatztruhen, Kräuter, gut. Da ist eine. Oh, keine Bronzen, ne. Zerstören. Zerstören! でも大司祭様はいつまでたってもお仕事にお戻りになってないっていうじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって。王と隠れてたんです。あ、青。あ、真実が漏れ始めた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 。あ、真実が漏れ始め
Muss ich auch vollkommen nutzlos. So, was ist da? Sehe ich was Gelbes? Was war das Gelbe? Was bist du denn? Ich bin der Toshi, der dritte Sohn aufsteigender Sterne der Charakterkartenfamilie. Ich habe Talent für das Spiel auf die Probe zu stellen. Hier ist passende Kartenpaar zusammen, um Wertungsset zu halten. Beginne, indem du eine Karte aus deinem Blatt wählst und sie auf dem Feld ausspielst. Boah. Warte mal, Objekt tauschen. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, tu mir halt nicht an. Wenn du jetzt auch wieder Sachen hier zum Tauschen hast, ne? Also, ich dachte, da kann man kaputt machen. Da war auch in der letzten Stadt, hätte ich mal vielleicht nachschauen sollen. Da war bestimmt wieder was anderes hier, als was ich gedacht hatte. Was auch immer ich gedacht hatte. So, ich will nur kurz die Truhe da öffnen, ne? Ich muss sogar nicht ansprechen, okay. Hallo, na? Zeig mir, was du Neues hast. Nix. Okay. Gut. Dann werden wir mal mit dem Sternchen sprechen, welcher uns wahrscheinlich sagt, was wir als dieses tun sollen. Und dann machen wir weiter. Dann hören wir auf, meine ich. Saretoma no hana ga hoshi. Mizurashii mono wo hoshi ga aru ne. Moshikashite kaizoku byou kai? Skorbut. Genau, so ist das, meine Güte. Natürlich nicht. Also es kann auch nichts einfach gehen. Ne? Wir können ja nicht einfach mal hier hingehen und so eine verdammte Blume kaufen. Ne? Wir müssen natürlich wieder erst in eine neue Dungeon reingehen und alles kaputt hauen. Na? Ey. でくわすかどうかだとか。それ危険じゃないだろ。だが出会って生きて帰ったものはいないんだ。海賊病薬はない。清涼に妙なゴーマ。いよいよ死神の呪い全開じゃの。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグジュリンに行けばサレトーマの花は咲いてるのね。 Ach, keine Sorge, wir haben Exorzisten auf unserer Seite. So, noch mehr. Boah, los, die machen wir jetzt auch noch. Hallo, mal ein gesprächsintensiven Part. Der nächste wird nur Action und Abenteuer und Drama und so sein. Ne? それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ。他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分 マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他より、ずっと恵まれてる。そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後、1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよ。その礎になれればそれでよい。だから 俺たちの子孫なんて言ったってどこにそんな。お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう私も精進し、皆さんの助けをしたいと思います。Irgendwie dafür sorgen, dass es wärmer wird. ありがとうございます。ならば手助けの手始めにうちの息子の嫁になってやってくれませんか。このバカ息子は 恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません。そちらの方は私はお力になれそうにありません。
Mein Gott, ich war ja schon in der zweite. Wagujurin no Goma? Ashteru. Mo kono atari ja sono hanashi demo. Das ist richtig beliebt, ne? Atashi ga omou ni kitto Wagujurin ni iru no wa toumei de mienai Goma yo. Mienai Goma? Taimashi sama tachi ga ozei de Goma ga ryou shite kudasatta no ni mitsukara nakatta no. Dann sind die einfach nur blind. あら、大魔師様。ご存知ないんですか?はい。私は巡察官なので、この地方のゴーマ退治の詳細までは知らされていないんです。そうですか。私も詳しいことはわからないんですが、大魔師様が交代で見回りをしているとか。そうですか。 Mada Goma no Shotai ga tsukamete inai no kamo shiremasen ne. Douka. Ichinichi mo hayaku Goma o taiji shite kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Dekiru kagiri no koto o sasete itadakimasu. Atashi tachi no mokuteki wa akumade Saretouma yo. Warui kedo. Sag's ausgerechnet, du, Velvet? Ach ja, genau, boah, hab ich gar nicht mehr daran gedacht. Muss ja auch immer erstmal hier, oh, Schatz gefunden. Diese im Norman Archipel entdeckte Tafel sind 5 Wappen eingezeichnet. Man glaubt, dass das Artefakt 1 ein Tempel gehörte. Das sind doch die Sachen hier. Oh, ist extra ein Bücherwurm. Sorry, was? Okay. Haben wir hier schon. Ach, man kann immer einmal einen Schatz, ein Gericht und ein Ausrüstungsteil bekommen, ne? Dann machen wir das. Oh. So, Fertigkeitenliste. Seemannskunst von Captain Alfred selbst gelehrt. Zeig denen mal, was Alfred Männer seelen können. Kürzere Entsend. Oh. Ah, was? Irgendwie nicht. Oder wird das wird beim nächsten Mal, keine Ahnung. Gut, was ist Bücherwurms Ray? Ach, cool. Und die Puppen, genau. Gut, dann können wir den Part beenden. Hoffentlich im nächsten Part ist ein bisschen mehr los, weil hier war ja wirklich nur Unterhaltung, Gespräche, Story, Vorantreibung und so. Kommt irgendwie zu gar nichts heute. Aber dafür hoffentlich im nächsten Part ein bisschen mehr. Ich bedanke mich dann alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge.